Hallo, herzlich willkommen zu Pokémon. Ja, Feuerrot, ja, stimmt, stimmt. Und ich sehe schon, Kilian hat uns hier mitten am Lavatos rausgelassen. Was haben wir denn überhaupt für Pokémon nochmal mit? Ich weiß es nicht. Ja, es ist ja auch schon etwas länger her, dass wir gespielt haben, oder besser gesagt, dass ich gespielt habe. Ach ja, genau, Glurakuli, Mike, aber vielleicht sollten wir, ich glaube, wir sind ziemlich, egal, wir probieren es einfach. Jau, ja. Lavados. Ich sehe gerade, mein Controller ist kaputt. Wie ist das denn passiert? Also jetzt mal ehrlich, was ist das denn jetzt passiert? Kann ich hier unten nicht, wo die Schrauben sind, kann ich aber auseinanderdrücken. Anscheinend ist die Schraube irgendwie gebrochen, die Fassung da. Das Gewinde. Muss noch von meiner letzten FIFA-Session her. So, auf jeden Fall ist er eigentlich erst neu, aber der hat keine Woche gehalten quasi. So ein Mist. Ach ja, Mike ist ja eher hier. Der Spezi hier. Ich glaube, bei Flug-Pokémon Schaufler ist nicht ganz so angebracht. Aber Gestein hört sich gut an. Ja, mach doch dein Feuerwirbel. Bringt doch nichts. Obwohl. Das ist sehr effektiv, okay. Ach, Surfer hätte ich mal einsetzen sollen. So, jetzt wollen wir ihn ja nicht ganz töten. Sondern... Wir nehmen jetzt mal Jacke. Was? Ach so, ist gefangen, ne? Ja, dann muss ich ja... Kampf dürfte, glaube ich, nicht. Ja, ich bin nicht irgendwie... Ich bin übrigens nicht irgendwie krank. Oder so, obwohl ein bisschen vielleicht. Aber ich war gestern Abend weg. Ja, Surfer tötet den wahrscheinlich sofort. Ich möchte ja gerne das Pokémon wechseln. Nein, kann nicht ausgetauscht werden. Okay, okay, okay. Letztes Mal nochmal. Das ist nicht sehr effektiv. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Nochmal. Gleich haben wir ihn. Soweit. Oh, ein Volltreffer. So. Jetzt können wir mal probieren, ob wir ein Bällchen werfen können. Mist, das Pokémon hat sich befreit. Ärgerlich. Muss jetzt mal... Oh. Naja. Einzelschicksal. Da können wir jetzt keine Rücksicht drauf nehmen. Na, Blitz, was ist denn mal nicht so ein Stückchen? Kriegen wir noch ein Stückchen weg, ein ganz kleines Stückchen? Wie viel hat er noch? Hat er noch ein HP? Nee, wahrscheinlich nicht. Das zieht mal ganz wenig ab. Das ist doch eine schwache Attacke hier. Mensch, da ist sogar noch Verrückzuck drin. Ah, tatsächlich. So, dann können wir sogar nochmal machen. Und das war jetzt zu weit, oder was? Ah. Hätte ich mal den Meisterball eingesetzt. Jetzt fliegt es weg. Naja. So, wo sind wir denn eigentlich, auf welchem Berg? Ja, ich hab's ja schon erzählt. Ach ja, wir können ja... Ich war gestern auf einer... Halloween-Party, wollte ich gerade sagen, im Februar. Auf einer Faschingsfeier. Mit allem drum und dran, was dazugehört. Mit Verkleiden und etc.
Und es ist ein bisschen später geworden und ich habe mich nur gefühlt, also ich habe auch nur 4 Stunden geschlafen, ungefähr. Kommt das hin? Ja, doch. Und warum werden wir jetzt in diesem Eingrasbüsch hier schon angegriffen? Ein Katibi. So. Okay. Aber ich weiß im Moment, ich kann irgendwie im Moment nicht einordnen, wo wir sind, ehrlich gesagt. Das heißt, ich muss erstmal gucken. Ich glaube, Kilian hatte mir das erzählt, aber ich hab schon wieder vergessen, ehrlich gesagt. Weil wegen ist so, weil wegen gestern. So, Karte, Karte, Karte. Wir haben noch irgendwo eine Karte hier gehabt. Bin ich schon vorbei an der Karte? Vermutlich. Dann muss es hier sein. Da. Auf dem Island müssten wir irgendwo sein, ne? Glutberg. Island 1. Genau, Island 2. Ja, komme ich denn nicht hier irgendwo runter? Nee, ne? Muss ich echt durchs Gras wieder zurück? Moment, haben wir nicht? Wir haben doch hier bestimmt irgendwo Schutz. Weil hier möchten wir nun wirklich kein Pokémon fangen. Ein Pokémon kann diesen Felsen bewegen, ja. Ja, gesetzt Stärke. Ja, nun beweg aber auch den Felsen. Red da nicht so lange rum, sondern beweg ihn aber auch. Das hat mich immer genervt. Dieses ganze Rumgemache dann, bevor dann irgendwas macht. Dass man sich das allererst immer. Anstatt dass das dann einmal steht oder so. Ja, okay. Das meine ich, diese. Kann man das nicht ausschalten? Blutherren. Wir müssen uns irgendwie rüber auf jeden Fall, ne? Ja, warum komme ich denn hier nicht durch? Ich möchte jetzt möchte ich aber weiter aufs Island 2. Wie komme ich jetzt. Ach ja, irgendein Bootshaus war da irgendwo. Habe ich mir sagen lassen von meiner geheimen Quelle. Schutz wirkt nicht mehr. Es ist eine Dreistigkeit, die. Nee, Flucht. Du bist entkommen. Oh. Also das ist echt. Schlüsselmups. Flucht. So, ist hier das Haus dann? Das Bootshaus? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ach ja, da kommen ja auch die ganzen Spießgesellen. Flucht. Nein. Hier, oder? Island 1. Island. Ah, hier ist das Bootshaus, ne? Nein! War das jetzt Island 2? Jetzt habe ich zu schnell gedrückt. Ach, Mist. Tatsächlich. Jo, wir sind auf Island 2 angekommen. Hey, jetzt lassen wir ins Pokémon Center. Wir heilen deine Pokémon. Okay. Schön, toll. Komm jederzeit wieder vorbei. Pokémon Center machen mich so glücklich. Action pur in der Spielhalle. Ich hab letztens, ich weiß nicht, ob das jemand kennt, auf YouTube Kinderkreis. Also das ist echt. Ja, es muss eine Parodie sein. Eine Parodie? Eine Parodie sein. Das ist so, das sind halt ganz so, ist halt so eine Gruppe von Kindern. Ich bin heute Pilz am. Okay.
Das ist halt so eine Gruppe von Kindern, wie in so einer Kinder, wie in so einer, ja, in irgendeiner Show halt. Und dann ist so ein kleiner Moderator, der ist, also, der ist höchstens so groß wie die Kinder. Also ich würde schätzen, der ist ungelogen, der ist 1,55 groß oder so. Schon älter, weiße Haare und alles. Sieht auch richtig knuffig irgendwie aus. Und dann, dann hat er auch so einen niederländischen Akzent, so ein, das spricht so gebrochen Deutsch, das hört sich auch so lustig an und hat auch so eine ganz ruhige Stimme und ganz emotionslos vor allen Dingen. Kante. Okay. Oh nein, wenn ich das sehe, dann wird mir schon wieder schlecht. Und dann sitzen die da halt rum und dann fragt er, da geht irgendwie um Fruit Gushers. Das ist irgendwie so eine. Ja, das sind irgendwie anscheinend irgendwelche Fruchtbonbons oder sowas. Und dann fragt er, was ist da vorne Mädel? Das ist geschätzt so 11, 12 Jahre alt. Dann geht er da hin mit dem Mikro und fragt, wie heißt du schon? Und dann sagt das Mädel, auch in so auch in dem Akzent, weil das muss niederländisch sein, oder? Das heißt ein russischer Akzent, irgendwie so. Elfrieda, sagt sie auf jeden Fall. Und dann fragt der Moderator wieder, wie fühlst du dich, wenn du Fruchtkuscher isst? Und dann sagt das Mädel, Fruitkuschers machen mich ganz glücklich. Aber auch wirklich, auch in so einem richtig, also richtig schlecht. War ich jetzt gerade schon im Haus drin? Hab ich mir gerade ganz vergessen hier. Was? Auf jeden Fall, ja. Und das geht dann so weiter und dann sagt er. Dann sagt der Moderator, Tänzer, tanzt für uns. Dann steht so eine Gruppe von Tänzern, die haben so Latexanzüge an, so sieht das, also so, die liegen hauteng an. Aber sind oben halt ein bisschen offen, sodass man auch schon das Brusthaar und sowas sieht, jedenfalls bei einem. Und dann machen die da irgendwie so eine, tanzen da irgendwie so eine Choreografie. Das sieht schon ganz, ganz richtig lustig aus. Und, ja, ich glaube, ich pack den Link einfach mal mit in die Beschreibung. Das muss man einfach gesehen haben, wirklich. Und dann kommt währenddessen, dann tanzen die da halt, und das ist auch so eine ganz einfache Melodie, aber da die geht dann auch nicht aus dem Kopf irgendwie. Und dann fragt er irgendwann, kleines Hühnchen, was denkst du? Und dann zoomt die Kamera auf so einen kleinen Hund, der da steht, der die ganze Zeit da rumhechelt. Und dann kommt so rechts, dann kommt kommt rechts so eine Texteinblendung und auch so eine Stimme, die sagt, so eine weibliche, so eine ganz hohe Stimme, so, super toll. Aber wahrscheinlich quasi andeuten, dass der Hund super toll denkt, keine Ahnung. So, dann geht's wieder weiter. Und, dann dreht er sich wieder zu den Tänzer auf. Und dann geht er wieder zu den Kindern und fragt einen Jungen, ich weiß gar nicht mehr genau, was er fragt. Was fühlst du, wenn du Kuschas isst? Dann sagt der Junge, Kuschas sind so lecker und innen so saftig. Und dann sagt der Typ ganz emotionslos, der Moderator, schön, toll. Und ja, dann sagt er, jetzt bin ich aber auch kaputt von dem ganzen Spaß. Tänzer, tanzt. Und dann tanzen sie nochmal eine Runde. Also das ist so, Mann, oh Mann. So. Was müssen wir jetzt eigentlich machen auf Island 2? Wir sind Zerschneider-mäßig. Wir haben keinen? Okay, das Schwierige war, lasse ich lieber Kilian, der kennt sich ja aus. Nein, das ist ja nicht schwierig. Was ist das jetzt nochmal hier? Entertainment Snacks Action Turner Spielhalle. Ja gut, ich verpresse mal unser hart erspartes Geld. Genau in dieser Zeit bringt sie immer mein Mittagessen. Du da, bist du ein Freund von Kuschas? Hast du Kuschas hier gesehen? Ich weiß nicht, wo sie ist. Sie sollte ja vor langer Zeit vorbeigekommen sein. Was ist das denn? Irma, das hört sich auf, ist auch in einer Kategorie mit Elfrieda. Wobei Elfrieda ist eigentlich ein ganz schöner Name. Das ist die Spielhalle. Wie tief kann man noch sinken? Sieh dir das nur an. Dieser Hallodri hat mir einen Teppich abgenutzt. Oh. Das ist aber doof. Es tut mir leid. Heute gibt es hier keine Spiele. Warum das denn nicht? Ich will aber spielen. Ja, und jetzt? Hallo? Hey, hör zu. Ich flehe dich an. Geh nach Island 3.
falls meiner Irma etwas zustößt. Mein Haus auf Eiland 3 hat ein rotes Dach. Vielleicht taucht sie hier noch auf. Daher kann ich nicht weg. Daher muss ich dich darum bitten. Ja, aber... Ja, nee, zur Klappkante wollen wir nicht. Also Eiland 3, okay. Bin ich jetzt in Eiland 3? Jetzt habe ich schon wieder zu schnell gedreht. Nee, er fährt links rum, das ist falsch. Wir müssen nach rechts. Ah, Eiland 3, bitte. Bitte mit Warp-Antrieb. Aber ich habe ja festgestellt, wenn man so ein, also wenn man einen Kater hat, beziehungsweise ich trinke nicht so oft Alkohol, muss ich echt sagen, aber jedenfalls nicht so viel. Und wenn es mir mal richtig dreckig geht am nächsten Morgen, dann ist es echt ein guter Tipp, wenn man so Hühnerbrühe oder sowas trinkt, einfach mal eine Tasse Hühnerbrühe, ey, das tut richtig gut und dann ist einem auch sofort nicht mehr übel. Eiland 3. Hier ist kein Mensch drin. Also wieder raus. Da, 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 oh, Stau. Bist du der Boss? Gehe sofort zurück nach Kanto. Ich bin gerade hier angekommen. Was soll deine feindselige Einstellung? Das ist zu abweisend von dir. Deine Anhänger haben mit ihren Motorrädern alles verwüstet. Hast du eine Vorstellung, wie viel Ärger sie uns auf dieser Insel gemacht haben? Nein, ich kapiere es nicht. Sieh dir das an. Was machst du, um dich zu amüsieren? Du solltest uns dankbar sein, ein wenig Schwung in dieses verschlafene Nest gebracht zu haben. Aber wenn du willst, dass wir verschwinden, dann tu doch etwas, Grill, du Feigling, und rudel so stark. Oh nein, wir haben uns... Was glotzt du so? Das ist aber nicht sehr höflich. Hast du mir vielleicht etwas zu sagen? Ja, ey, dein Mut gefällt mir. Du wirst Geld an mich verlieren. Smoke und Bikerschläger in den Kampf geschickt. Los, Mike. Oh. Warum bringt das? Also das ist doch nicht wahr. Genau, wie ich letztens von jemandem gehört habe, dass Burger King ja eigentlich gar nicht Burger King heißt, sondern Burger Elvis. Weil, Elvis war ja der King. Und das heißt, der King ist eigentlich ein Synonym für Elvis. Das heißt Burger Elvis. So, jetzt haben wir ihn hier schon. Das ist nicht so effektiv, okay. Bong und tot. Besiegt, Entschuldigung, nicht tot. Wir wollen ja politisch korrekt bleiben. Spieler besiegt Beiger Schläger. Was war, was ist das für ein Kind? Rot gewinnt 740 Pokédollar. Okay. Wage es nicht zu lachen. Oh nee, aber jetzt nicht alle, oder? Oh nein. Ach komm schon, das ist doch jetzt nicht deren Ernst. Ich speichere gleich. Ach, oh Mann. Da muss ich denen alle mal eine Abreibung verteilen hier. Kommen wieder alle angedackelt, ey. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist aber auch schlimm. Oh, immerhin. Ah, da kommt er. Die kommen tatsächlich alle runter, ey. Oh nein. Oh, warum tut ihr mir das an? Ich hab euch doch gar nichts getan. Ich wollte doch nur gucken, wie ihr den fertig macht, den Typen. Und dann mit meinem Handy filmen und ins Internet stellen. Weil ich cool sein wollte. Säurepanzer. Zeig dem gleich mal, was ein Säurepanzer ist.
Das ist ein Säurepanzer. Das ist ein Säure. So Säure-Surfer ist das. Spieler besiegt Biker Schläge. Aber jetzt. Na, du auch noch. Na, dann komm her. Shrank. Mr. Shrank. Der Schrank da. Shrank Sinatra. Übrigens auch echt einer meiner Lieblingskünstler. Frank Sinatra. Oder Shrank Sinatra. Mhm. Was war das denn gerade? Blöd. Antwort falsch, blöd. Rüsselnops. Rüsselnops. Das sieht von mir aus wie ein N. Rüsselnops. Taktik ist sehr effektiv. Mhm. Wir freuen uns schon, den Rest dieser langweiligen Insel zu sehen. Ja, ja, jetzt tun wir so, als ob das mit Absicht war. Ja, endlich. So. Ja, überschreiben. Also. Wir sehen uns dann beim übernächsten Part wieder. Ich gebe jetzt ab an meinen Freund und Kupferstecher Kilian, Mac Pomeroy. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.